Hallo, Achtung, hochgradig spannende Analyse im Fall, Moment, wo, das ist dieses Video hier, das ist dieses Video, wo ist jetzt die Liste? Jetzt sehe ich die Liste nicht, die Liste der Videos, die ich gerade gemacht habe. Okay, dann muss man hier. Ich habe hier ein Video gemacht gerade. Das ladet hier hoch. Es sind 2% hochgeladen. Dauert noch eine Stunde, noch 1,5 Stunden. Das ist dieses. Achso, das ist, was gerade läuft. Nee, das andere ist, das ist das Video. Das Video. Muss jetzt noch was zum Thema ehrlich sagen. Da geht, da fängt's an. Achtung, das ist jetzt das Beim Video. Das Chatloff. ist jetzt das Video. Ich bin hier, das ist das Video. Da geht's los mit dem Chatloff. Dann erzähle was von dem Junge, der vermisst war, der Mudassir. So. Dann ein paar andere Kleinigkeiten. Komme halt so ins Labern. Und dann hier was über Dingsartikel, also wie heißt man es, bei Telegram. Und dann labere ich halt, ja, okay, was gibt's denn noch? Eigentlich ist ja nichts mehr offen jetzt so gerade. Hab ich ja zu allem Möglichen hier schon was gemacht. Wenn man jetzt mal hier schaut, Hinterkaifeck habe ich gemacht, Chiemgau-Mord habe ich gemacht, das ist Dings, Emil habe ich was gemacht. Frau im Teppich, da weiß ich nicht, das ist was Älteres, und Birgit aus Lomar. Also ist gerade nichts Aktuelles, dann habe ich gesagt, ist noch irgendwas Aktuelles, dann hab ich mir überlegt, ach ja, da gab es doch noch den Fall mit der Rachel Morin, wo ich dann aber gesagt habe, denn da ist die Polizei auf dem guten Weg, da hat sie ja schon den Verdächtigen, aber dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mal nach, haben sie denn schon geschnappt? Nee, sie haben nicht geschnappt. Und jetzt ist es natürlich möglich, die scheitern an der Verhaftung, weil sie diesen Typ da haben, weil der schon längst ausgeflogen ist und sie seine Identität nicht nachweisen. Also sie haben von ihm das Bild, aber wenn er, was weiß ich, hat er schwarz irgendwo geschafft, keine Ahnung, oder er hat sein Aussehen auch total verändert mittlerweile, ist glatzköpfig oder trägt eine Perücke, was der Geier was. Also weil das ist das Bild aus Los Angeles, wo er eine andere Tat begangen hat, womit eben die DNA steht eben in Verbindung. Also, das kann sein, die klären das gar nicht auf ohne mich. Und dann habe ich ein paar geniale Ideen gehabt, die dann praktisch, das heißt, also das fängt erst an, praktisch, was ist denn das? Nach zwei Dritteln des Videos, und das Video ist 2,5 Stunden lang, also also nach langer Zeit erst in dem Video geht's erst los. Aber dann sage ich am Ende, das, was ich rausgefunden habe, ist ein echter Knüller, wo ich sage, das hat das Potenzial, diesen Fall aufzuklären. Also das Potenzial, das ist jetzt keine Garantie irgendwie, aber das, was ich rausgefunden habe, hat das Potenzial. Und das ladet hier jetzt hoch. Und ja, das ist die Leute gehen jetzt ins Bett und so weiter. Ja, braucht er nicht aufbleiben. Aber
Das ist jetzt ein Trailer, weil ja das Video erstmal mit anderen Sachen beginnt. Deshalb habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Video noch zum Fall Morin, ein Trailer, wo ich darauf hinweise, dass dieses Video, das ich da hochlade, das erst zwei Drittel sich mit anderen befasst, dann am Ende sich live entwickelt. Versteht ihr? Ich habe nicht erst die Idee gehabt und dann das Video gestartet. Während ich das Video mache, habe ich live diesen genialen Gedanken gehabt. Ja. Und der das Potenzial hat, das Potenzial, den Fall zu lösen. Ja. Das muss man halt jetzt wissen, was Potenzial bedeutet. Im Video erkläre ich das aber nochmal. Ja, das ist soweit dieser Trailer. Okay. Und wie gesagt, es geht um den Fall Rachel Morin. Und ja, das sieht man dann auch auf dem Dings nachher. Soweit dazu.